Hallo und willkommen zu einem neuen Video meiner Herbst-Videoreihe Fall in Love. Heute zeige ich euch Tipps, Tricks, Hacks, wie ihr es nennen möchtet, gegen Langeweile im Herbst. Das sind also kleinere DIYs, die ihr mal ausprobieren könntet oder eben Dinge, die man unbedingt im Herbst gemacht haben sollte. Gerade für die ganzen Schüler unter uns vielleicht interessant, denn ich habe gehört, ihr habt ja alle bald wieder Herbstferien. Hattet ihr nicht gerade Sommerferien, meine lieben Freunde? Aber es sei euch ja gegönnt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Tricks gefallen und schickt mir auf jeden Fall Fotos, wenn ihr was davon nachmacht und verlinkt mich auf Instagram. Und dann geht es jetzt los. Viel Spaß mit dem Video. Schnappt euch eine Freundin, sucht euch ein Plätzchen, wo viele bunte Blätter sind und ihr braucht eigentlich nur euer Smartphone und ihr könnt wunderschöne Fotos voneinander machen. Wenn ihr ganz cool drauf seid, nehmt ihr sogar eine Polaroid-Kamera, so wie wir hier das gemacht haben und die Fotos sind so, so schön geworden. Mal wieder eure Kleider aus. Dafür geht es natürlich an den Kleiderschrank selbst. Guckt einfach durch, was euch nicht mehr gefällt oder was ihr einfach schon sehr lange nicht mehr anhattet. Und dann könnt ihr mit ein paar anderen Leuten zusammen einen Kleidertausch veranstalten. Das bedeutet, jeder bringt seine Klamotten mit, alles wird in die Mitte geschmissen und dann könnt ihr rumtauschen, wie ihr das möchtet. Legt leckeres Essen dazu und dann könnt ihr einfach schöne Gemeinschaft haben. Und die Kleidung wird sogar noch wiederverwendet. Dieses DIY habe ich auf Pinterest gefunden und musste es einfach mit euch ausprobieren. Dafür braucht ihr nur einen Kürbis. Ich habe leider einen Hokkaido-Kürbis nur gefunden, keinen Zierkürbis, der wäre natürlich besser. Dann braucht ihr noch einen Akkuschrauber und eben diese Bohraufsätze, die da drauf passen. Und ich habe erstmal den Deckel von dem Kürbis abgeschnitten sozusagen. Und dann eben den Kürbis ausgehöhlt. Mit einem Stift habe ich dann nur noch markiert, wo ich den Kürbis gleich einbohren möchte. Und habe erstmal den großen Aufsatz genommen für die großen Punkte. Und dann noch den kleinen für die kleineren. Sehr selbsterklärend und das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Nachdem ich es ein bisschen sauber gemacht habe, sah das so aus und ihr könnt jetzt entweder so Fake-Teelichter nehmen, die sind allerdings nicht ganz so hell, oder ihr nehmt eben eine richtige Kerze und dann habt ihr ein wunderschönes Teelicht, was ihr zum Beispiel auch nach draußen stellen könnt. Ich finde einfach, das macht super viel her und ja, ich liebe es. Als nächstes wollte ich euch eigentlich zeigen, wie wir schön Äpfel pflücken gehen oder uns Kürbisse raussuchen. Allerdings gab es das nicht bei dem Bauernhof, wo wir hin wollten. Deshalb, ja, hier ein Schaf für euch. Allerdings waren wir auf der Farm selbst und hatten letztendlich sehr viel Spaß. Also jetzt mal hier als kleiner Hack, schaut euch mal um, was ihr so in eurer Nähe habt. Ein bisschen regional was erkunden. Wir sind gerade auf so einem Bauernhof. Und gucken uns ganz frisch geborene Babys an. Die sind gestern erst geboren. Die sind ganz klein. Hi, Baby. Hallo. Die Farm, auf der wir waren, die war zum Beispiel für Besucher auch ständig offen. Und dann konnte man da rumlaufen, sich die Tiere angucken. Und ja, wir als Dorfkinder fanden das natürlich super cool. Schluss waren wir noch beim Milchshake-Automat, was wir auch sehr, sehr cool fanden. Wir haben einfach Geld eingeworfen und dann mit ganz frischer Milch einen leckeren Milchshake bekommen. Kann ich also sehr empfehlen. Guckt mal, was es bei euch so gibt.
Und ja, es ist wieder die Zeit. Der Pumpkin Spice Latte ist zurück bei Starbucks und wir machen ihn jetzt heute mal selbst. Und dafür brauchen wir eigentlich nur diese ganz bestimmte Gewürzmischung. Die machen wir uns ebenfalls selbst. Ich schreibe euch alles nochmal in die Infobox und das könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen aufbewahren, wenn ihr es in einem Gläschen zum Beispiel aufbewahrt. Das mischen wir dann nämlich alles zusammen und um diesen Sirup herzustellen, benutze ich immer einen Teelöffel und dann 2 Esslöffel von Agavendicksaft. Das macht eben so eine schöne, ja, Sirup-Konsistenz und das gebe ich in meine Tasse zusammen mit aufgeschäumter Milch. Und dann noch einen Espresso-Shot, denn es ist ja ein Latte. Getoppt wird das Ganze noch mit Sahne und dem Pumpkin Spice. Und fertig ist dieses leckere Getränk, das sich den einen oder anderen kalten Tag eben erwärmen wird. Ich weiß nicht genau, warum das aus der Mode gekommen ist, aber man könnte ja mal wieder ein Picknick mit einer Freundin oder einem Freund veranstalten. Ihr sucht euch einfach ein grünes Plätzchen, das kann ein Park sein oder wie bei uns mitten in der Pampa. Und ihr nehmt einfach ein bisschen was zum Knabbern mit. Ein paar warme Getränke, zum Beispiel den Pumpkin Spice Latte von eben. Und unterhaltet euch über alles Mögliche, schaltet ab, genießt den Tag. Und zum Schluss könnt ihr nochmal einen schönen Filmabend mit mehreren Freunden veranstalten. Oder mit euren Katzen, wie ihr möchtet. Und ich habe jetzt erstmal alles aus meiner Wohnung zusammengesucht, was nur annähernd zu einer Höhle passen könnte. Und meine Katzen fanden es super toll, muss ich sagen. Und dann haben wir uns auch schon ans Höhlebauen gemacht. Das haben wir eben schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Auch wenn ihr glaubt, es passt nicht mehr zu eurer Zielgruppe eventuell. Probiert es mal aus. Ich fand das super. Und ja, wenn es auch nur für die Katzen war. Ausgestattet haben wir das Ganze noch mit einer Lichterkette innen drin und es sah so schön aus und gerade Finn hat sich super wohl gefühlt. Könnt ihr da euren Laptop hinstellen oder was anderes und noch einen schönen Film gucken. Und dann seid ihr auch schon ausgestattet mit ein paar Snacks und könnt eben den schönen Abend genießen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das so war, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ihr könnt auch gerne mal hier oben abstimmen, was euch am besten gefallen hat. Vergesst nicht, mir Fotos zu schicken von euren nachgemachten Sachen, hoffentlich, und verlinkt mich auf Instagram auf euren Fotos, dann kann ich die liken und mich dran erfreuen und dann sind wir alle so voll in Herbststimmung. Das fände ich schön. Wir sehen uns dann am Dienstag zu einem neuen Fall in Love Video. Das ist dann auch schon offiziell die letzte Woche Fall in Love. Ging irgendwie ganz schön schnell. Ihr solltet diesen Kanal auf jeden Fall auch noch abonnieren, das macht ihr hier oben. Und auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier findet ihr ein letztes Fall in Love Video. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.